Servus, die Malen, und grüß euch, die Buben. Ja, wie man sehen könnte, es ist schon finster. Wir haben 16.10 Uhr. Die Sonne ist untergegangen. Und ich musste heute unbedingt raus. Ja. Jetzt bin ich hier auf meiner Feuerstelle herum angekommen. Auf meinem Steinbruch. Und da möchte ich zumindest eine Kleinigkeit essen, ein Käffchen und ein bisschen Zeit genießen, damit ich wieder ein bisschen herunterkomme. Ja, herrlich. Ja, ich werde auch schauen, ob ich noch ein bisschen Feuerholz finde. Möchte ich mir unbedingt ein kleines Feuerchen machen. Und wenn nicht, habe ich den Hobo mit dem Drange noch dabei. Und ja, schauen wir mal, ob wir noch einmal wo ein Holz finden, bevor es finster ist. Ja, dann hat der Sturm irgendwann abgebrochen. Mal schauen, ob der schon trocken ist oder nicht. Probieren wir heute mal. Ja, das dürfte trocken sein. Ja, jetzt haben wir es noch ein bisschen ein paar Tonnen. So, ich habe schon mal hier vorbereitet. Mal schauen, was ich da noch zur Verfügung habe an Trockenen. Das lege ich natürlich auch noch alles hier rein. Komplett trocken ist es leider nicht, aber das macht auch nichts. Das bringen wir schon zum Brennen. Ich habe genug Zundermaterial dabei. So, und da unten legen wir jetzt einen Zunderfuchs wieder rein. So, und den geben wir jetzt ein bisschen eine Chance, dass das Ganze anbrennt. Macht ja schon einmal einen guten Eindruck. Ja, mein Feuerchen brennt endlich. Hat etwas länger gedauert, aber klar, es war alles nass. Aber jetzt lodert es, jetzt lasse ich es ordentlich herunterbrennen, bis nicht mehr Glut da ist, und dann stelle ich wieder meinen Grillrost drauf. Ich habe ein paar Würste dabei, ein paar Schafe. Und die werde ich dann einmal quasi verzwicken. Ja, hier habe ich meine zwei Stück scharfe Würste. Die habe ich mit dabei. Und Senf. Und natürlich mein Grillgitter. Damit ist das wieder perfekt. So. Das Gitter mal aufstellen. Schaut nicht so schlecht aus. Und die gehen wir gleich einmal drauf. Na. Perfekto, freue mich. Lecker, lecker. Ja, musste mir die Jacke anziehen. Es ist schon etwas kühl geworden. Aber. Ja, Freunde, das ist einmal was Geiles. Ja, Freunde, schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Das ist gewaltig. So, und jetzt wird es einmal gemütlich. Holen wir mal die Kohlen aus dem Feuer quasi. Herrlich. So. Ja. Jo, Freunde, jetzt geht's los.
Jetzt wird da mal ordentlich geschnitten. So. Ja. Mahlzeit, Freunde. Deliziös. Deliziös, kann ich nur sagen. Top. Freunde, ihr wisst gar nicht, was euch da entgeht. Wollt ihr mal abbeißen? Nein, meins. Na, ich würde schon teilen mit euch, bin ja nicht so. Ja, und dann noch ein lecker Käfchen hinten nach. Ja, verspeist hätte ich jetzt alles. Käfchen habe ich auch schon hergerichtet. Ich habe heute wieder den WTB-Hobo dabei. Das Feuer dort lasse ich ausgehen und habe den Drange heute mit. Und das Käfchen machen wir da heute mal da herinnen. Ja, ich habe heute auch bushcraftmäßig einmal ein Feuerzeug dabei. Ja, wir haben so circa 0 Grad. Aber der Drange brennt. Ich habe den Drange nicht am Körper gehabt, nein. Der steht hier die ganze Zeit heraus. Also man muss das Teil nicht unbedingt am Körper haben. Klar, mit einem Zündstahl wird er so leicht nicht zu brennen beginnen, aber mit dem Feuerzeug sehe ich da keine Probleme. So, Topfkreuz noch auf. Dann warten wir, bis er ordentlich brennt. Käfchen habe ich schon hergerichtet. Wie das funktioniert, wisst ihr in der Zwischenzeit alle. Ja, und dann geht's los. Ich habe auch noch so einen Energy-Drink dabei, den brauche ich auf die Wurst. Ja, ich muss sagen, der Drange hat schon gezündet. Und darauf mit dem Käfchen. Der ist auch optimal windgeschützt hier in diesen WTB-Hobo, also könnte nichts Negatives sagen. Macht einen guten Job. Ja, da meldet sich auch schon wer. Jawohl. Perfekto. Ja. Käfchen ist fertig. Die Hälfte gleich verschüttet. Jo, Freunde, in dem Sinn wieder mal an alle. Ihr wisst, wenn ich alle damit meine, Prost. Ja. Herrlich. Ja, in der Zwischenzeit ist es 17.45 Uhr. Ja, stockfinster. Saukalt. Ja, Winter. Aber schönes Plätzchen hier herum. Laufe ich immer wieder gerne an. Bin ja relativ rasch hier herum. Brauche 30 Minuten hierher. Und jederzeit möglich hier zum Hergehen. Wie gesagt, habe ich ja vor meiner Haustür diese tolle Gegend und ich möchte die auch nicht mehr missen. Hier kann ich immer wieder toll meine Akkus tanken. Dann geht es mit vollen Batterien wieder nach Hause zu meinem kleinen Racker. Zu meinem Tobi. Der will auch noch spielen. Und das machen wir nachher dann, wenn ich daheim bin. Ja, ein Video von ihm wird es demnächst geben. Aber im Augenblick ist ein bisschen ein Gedränge. Ja, mir ist saukalt, wenn er rausgeht.
ist er einfach nicht gewöhnt. Er ist ja noch ein Baby, kurze Haare. Ja, aber ihr seht ihn sicher. Jo, Freunde, ich trinke jetzt in Ruhe aus, werde dann schön langsam alles zusammenpacken und dann geht's wieder schön langsam nach Hause. Jo, es wird frisch, das Feuer ist aus. Da wärmt mich auch nichts mehr. In dem Sinn werde ich jetzt schön langsam zusammenpacken und nach Heim ziehen. Da ich aber genug Wasser dabei habe, werden wir da sicherheitshalber löschen. Bei dem Wetter kann eh nichts passieren. Ja, Feuer ist alles aus. Ich habe alles zusammengeräumt, nichts liegen gelassen, alles eingepackt. Und in dem Sinn, ja, dann gehen wir heute jetzt schon langsam zurück. Ja, es wird auch extrem kalt jetzt wieder. Also los geht's. Ja, Freunde, wir sind wieder hier unten angekommen. Ich kann wie immer sagen, danke, dass ihr dabei wart. Ich werde mich hier gleich von euch verabschieden, denn ich will nur mit gedämpftem Licht runterkommen. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche. Und man sieht sich in dem Sinn. Servus die Malen und pfiat euch die Burm.